Dann machen wir es ziemlich viel einfacher. Ich gebe dir einfach Fragen. Du kannst dir die Frage in der Antwort wiederholen und mich anschauen oder in die Kamera schauen. In die Kamera. Okay, dann schaust du einfach in die Kamera und beantwortest sie. Aber nicht so lange Zeit, gell? Genau. Okay, los geht's. Welche Superkraft hättest du gern? Kannst du dich bei mir entschuldigen? Wofür? Kannst du dich bei mir entschuldigen? Entschuldigen? Kannst du dich zu mich setzen? Kannst du dich bei mir entschuldigen? Wofür? Kannst du dich... Ich bei dir. Ich nehme die Entschuldigung an. Willst du mir noch eine Frage beantworten? Ja. Welche Superkraft hättest du gerne? Die Frage will ich nicht beantworten. Was bedeutet Liebe für dich? Die Frage will ich auch nicht beantworten. Wie viele Leute aber kennen dich? Ich bin keine persönliche Person. Das persönliche Person. Du bist keine persönliche Person? Ich bin keine... Nimmst du manche Sachen persönlich? Ja. Ich auch. Was nervt dich? Was mich wirklich nervt, ist, dass man einfach zu wenig Zeit hat. Brauchst du andere Leute, um dich beschäftigen zu können, oder kannst du dich mit dir alleine beschäftigen? Nein, ich kann mich alleine beschäftigen. Was machst du dann? Aber das Ding ist, du scheinst das zu wenig zu machen. Das Ding ist, dass andere Leute mich brauchen. In welchem Bezug auf was? Persönlich oder so, um mit dir Geld zu verdienen oder so? Nein, es geht ja nicht um Geld. Ja, ich frag dich. Und du brauchst die anderen Leute nicht. Jeder braucht irgendjemanden. Kannst du mir erzählen, wem du als letztes so richtig gut geholfen hast? Zum Stil von, dass die Person dich richtig gebraucht hat? Ein Mönch habe ich geholfen. Auf einer Tankstelle. Er wollte sich ein Wasser kaufen und ihm ist 50 Cent hinuntergeflogen unter ein Regal. Und ich hab ihm die 50 Cent hinausgeholt. Und er hat mir ein Band geschenkt und hat mich gesegnet. Ich weiß nicht, das war ein thailändischer Mönch. Wenn du wirklich nachdenkst, denkst du, Bist du wichtig? Darf ich dir noch eine Frage stellen? Ja. Das Lied. Ich habe mich für dich entschuldigt. Aber bei dir entschuldigt, aber ich wusste nicht für was. Danke für die Entschuldigung. Das ist gern. Danke, dass wir das Interview machen durften. Ein zweites Mal. Ich muss genießen. Ich mag, wie du riechst. Ich mag, wie du stinkst. Du erinnerst mich an die Worte. Vielen Dank. Danke schön. Danke.